Da ist doch der Hook. This hook might be useful. Ja, wie Captain Hook. Oh, Koffer. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Sonst ist hier... Ah, doch, Wertekasten. Small gardening tools. Nothing of great interest. Ja. Wir haben jetzt einen Haken und können damit zum Brunnen und angeln. Dam 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 dam. Hook. Zack. Benutzen. Da da da. Silverware. This is hardly a coincidence. Mich würde es nicht mal wundern, wenn die Witwe ihren Mann umgebracht hat und jetzt das Geld haben will. Das ist eine wunderschöne Gabel. Im Insel übrigens. Steht da bestimmt irgendwas hinten. Aha! Moment! The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Aha! Oh, wir sind der beste Detektiv der Welt. Lady Hochzeit, selten das Haus verlassen, allgemein bekannt, dass sie kein soziales Leben oder enge Freunde hat. So, was haben wir da? Das geschundene Silberstück wurde im Brunnen gefunden. Gucken. Oh, passt sogar zusammen. Okay, Einbruch führt zum Mord. Es steht fest, der Einbruch im Grunde von der Mord. Die Täter haben womöglich vor, später zurückzukehren, das versteckte Silberstück zu holen, oder? Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte aber nicht gefunden werden. Ja, wer lässt schon Silberbesteck zurück? Das nimmt man doch dann eigentlich mit. Ja, totaler Blödsinn. Wir nehmen das. Achso, dann passt das mit der Randall-Bande und drei Personen, nicht? Einbruch führt zu Mord, Punkt. Das passt wenigstens zu unseren Thesen. Oh! Ich glaube, wir haben den Fall gleich schon geschafft. Randalls sind die Täter. Tim wurde von der Randall-Bande getötet. Der Einbruch Abby Grange führte schlussendlich zur Tat. Das trade den Erfolg gönnen. Der Fall ist zu einfach für sie. Das ist eine gute Gelegenheit, sich im Hintergrund zu halten, ganze Lorbeeren für ihren Freund Lestrade zu überlassen. Ihr Name wird in der Presse keine Erwähnung finden. Ja, doch, wir überlassen das mal Officer Lestrade, dass der auch mal ein bisschen Erfolg hat. Oder die Geschwindigkeit, mit der sie diesen kniffligen Fall gelöst haben, ist schlichtweg phänomenal. Die Polizei hingegen hat wie immer ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Nein, wir lassen das mal Lestrade, sonst wird der nachher noch gefeuert oder so. Well, Inspector, this case proved to be a simple one after all. You think it's the Randall gang, then? Yes. I'll put my men on it straight away. I'll leave that to you, Inspector. After all, you have handled this matter quite brilliantly. Oh, thank you, Mr. Holmes. I do appreciate it. Okay, jetzt halten, um Entscheidungen zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Wir haben noch nicht mal alle Hinweise gefunden. Und Randall sieht das auch falsch. Ah! Naja, wir bestätigen und dann passt das. Ein neues Kapitel, bitte. Das war ein sehr einfacher Fall. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees. Apis mellifera. Such industrious workers. Anyway, Watson,
I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ja. Kew Gardens. Bam, bam, bam. Erstmal Teleskop untersuchen. Die steht da immer noch. Toby! Oh, dear Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Und auf zu Kew Gardens. Nachdem uns Toby ja im letzten Fall so gut geholfen hat, lassen wir ihn jetzt mit unseren Killerbienen alleine. Ja, Toby wird schon wissen, was er macht. So irgendwie. Stillschweigen ist unheimlich. Egal, wir sind da. Ins Garten. Mal gucken, was da wieder passiert ist. Das ist keine Dunkelheit, das ist eine Ladezeit. Oh, well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful, but are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Ah ja. Nein, ich will nicht zurück, ich will mit ihm reden. What are we doing, Holmes? Was machen wir? Das kann ich dir sagen, wir gucken uns eine Ladezeit an. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works Albert. Here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glasshouse. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally two students, Albert, whom you have met, and Miss White. Miss White, Snow White, etwa Schneewittchen. Miss White. Die kann doch Snow White sein. Also Schneewittchen arbeitet in den botanischen Gärten. Na jo, na jo. Moment, in den royalen.
botanischen Gärten. So viel Zeit muss sein. So irgendwie. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? Echt? Welche Tragödie? My... The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Ui. Oh dear, our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Jo, ich kann weiter spielen. So, bequem hinsetzen. So, was haben wir denn da? Hinweistafel. Do not touch. Berühren verboten. The plants were here. All of them were stolen. Watson, Sie stehen mir im Weg. Oh Gott. Here is a list of the stolen plants. Was war das erste? Dionera carnivorus. Ja, irgendwie sowas. Halbwegs Dusche Watson aus dem Weg. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Aber wo genau wurde er denn tot aufgefunden? Bleib ich da einfach dran hängen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Oh, Wasser! Ein Baum wächst einfach aus dem Wasser raus. These trees with their roots in water must originate from Louisiana. Ah yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Ah ja. War das in dem ersten Sherlock Holmes Spiel? Aha. Wir haben was auf dem Fußboden gefunden. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. Sag sowas, dass da ein Blumentopf auf den Boden geknallt ist. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Und da ist Blut. Oh mein Gott, das ist Blut. Und Blood. Blood. Es ist Blood. Fußspuren. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Irgendeiner, der nicht richtig gehen kann. Aha! Da ist jetzt aber auch eine Pot! This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Tür. Gucken. The door was smashed at shoulder height.
Ja, es war einer mit der Schulter dagegen genommen. This door handle is new. It was recently changed.